So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Wi-Fi-Battle und heute mit einem echt genialen Modus, Leute, und zwar Little Cup, abgekürzt LC. Und dazu muss gesagt werden, dass ich diesen Modus hier zum ersten Mal gespielt habe. Mein Gegner wiederum hat diesen Modus zum zweiten Mal gespielt, heißt also, er hat auch nicht wirklich viel Erfahrung mit dem gehabt. Und das waren perfekte Voraussetzungen für zwei Anfänger in diesem Modus und das war ein echt genialer Kampf. Also Little Cup spiele ich demnächst auf jeden Fall auch öfters, das ist ziemlich lustig. Sehr ulkig auch, gar nicht mit dem normalen overused Metagame zu vergleichen. Und was gibt es da eigentlich zu erzählen? Streng genommen nichts. Denn Little Cup spielt sich eigentlich wie auch der normale overused Modus, bis auf die Tatsache, dass, ihr seht, alle Pokémon müssen auf Level 5 sein und sie müssen in dem ersten Stadium ihrer Entwicklungsstufe sein. Zudem gibt es da einige Pokémon, die banned sind, beispielsweise, Sichlor, Mediti, Kandivanha und noch ein paar vereinzelte mehr. Wenn ihr euch da informieren wollt, bin ich gerne. Ich stelle einfach mal einen komischen englischen Guide da rein, der das Metagame mal kurz und knapp erklärt. Aber ich muss ganz knapp mal sagen, oder ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so episch, dieser Modus. Ah, der Background ist auch ziemlich edel. Und die ganzen Pokémon, die ich in diesem Battle benutze, sind natürlich nach meinen Homeboys, nach meiner Homegirls, nach meinem Schätzelein benannt. Hier beispielsweise Breaker, das Tortuga, was eigentlich dazu da ist, um halt genau solche Sachen wie Schwalbini abzufangen. Und das Teil ist echt genial. Ich meine, hier bin ich immer in der Lage, ein Evolite von Slowpoke abzuklatschen. Auch wenn es ein Crit war, aber der Crit, der ist eigentlich relativ Latte Macchiato. Und ja, was gibt's da noch zu sagen? Hier ist zum Beispiel jetzt Sayu drin und dazu sei gesagt, dass sie mir gesagt hat, hey Schatz, kannst du nicht mal, ne, ich habe sie gefragt, was soll ich reinpacken? Und sie hat dann gesagt, ja, spiel noch mal hier Endivir. Und da habe ich gedacht, okay, Endivir ist jetzt nicht so krass benutzt oder wird nicht so krass benutzt im Little Cup, aber ich habe da irgendwie so ein lustiges Set zusammengebastelt. Ist ein Cleric mit Aromatherapie. Und eine Grasflöte, es hat halt keinen Schlafpuder, dafür Grasflöte, was auch irgendwie ziemlich cool ist, finde ich. Energieball und noch Synthese drauf. Und erledigt ihre Aufgaben. Oh, das ist männlich, sehe ich gerade. Oh. Ja, für den nächsten Battle weiß ich, was ich da verbessern muss. Jedenfalls kommt da jetzt sein Talo rein und Schwalbini ist ziemlich gefährlich mit einem Toxic Orb oder einem Burn Orb, einem Heat Orb, ne, wie ist der? Fire Orb? Keine Ahnung, Flare Orb, irgendwie sowas in der Art. Dazu noch Adrenalin, wodurch dann halt sein Angriffswert um 50% steigt, um eine Stufe, wenn es eine Statusveränderung hat, wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Fall. Und zudem wird es dann auch ziemlich oft mit Fassade gespielt, was wir hier sehen. Zack, zack, zack. Und Fassade ist ja ein Move, der Stärke 70 hat. Sich aber nochmal verdoppelt, wenn der Anwender eine Statusveränderung auf sich trägt. Heißt also 140 plus Step und nochmal 50% Bonus, also da kommt man schon auf eine Menge an Schaden. Und ich habe natürlich auch noch Aqua Jet auf meinem Breaker drauf und dementsprechend habe ich mir gedacht, eventuell bist du in der Lage, das zu Revenge killen, aber so kommt es dann nicht. Aber ich habe auch noch hier Stone Age auf meinem Breaker drauf und ich spiele das mit maximalen Angriffs-EVs und einem harten Wesen und das reicht für einen Intuit, nachdem ich den Evolite schon weggeklatscht habe davon. Und damit ist eines seiner, Walls, kann ich mal sagen, weg. Hier habe ich eigentlich schon geahnt, dass er Sucker Punch spielen wird. Aber da ich der Meinung war, dass ich das dann eh nicht brauchen werde, mein Breaker, also nicht mehr, habe ich es einfach mal rausgewechselt und jetzt kommt sein Murkrow. Und ich dachte mir erstmal Murkrow, verdammt. Kramurk ist ja ein Pokémon, was eigentlich in der zweiten Generation rauskam und noch keine Entwicklung hatte. Die Entwicklung kam erst später dazu und dementsprechend hatte Kramurk schon recht adäquate Werte. Also ich würde sagen, Kramux hat im Gegensatz zu den ganzen anderen Level 1, ne, Stufe 1 Viechern, wie jetzt beispielsweise Endivir, auch höhere Base-Stats, was ja auch logisch ist. Dementsprechend habe ich jetzt auch erstmal gedacht, dass er gebannt, aber ich habe nochmal die Liste überflogen und habe gesagt, nee, ist nicht gebannt. Traumfugil ist beispielsweise auch nicht verboten, oder? Ist Traumfugil verboten? Ich muss mal gucken. Ich meine, Traumfugil ist verboten. Bin mir nicht sicher. Jedenfalls nutze ich diese Gelegenheit oder ich packe diese Gelegenheit beim Shop und lege meine Steinchen raus, die mir jetzt am Ende nochmal sehr, sehr behilflich sein werden. Wir sehen hier jetzt beispielsweise, dass er sein Talo mit U-Turn rausschickt. Aber ich habe meine Steinchen ausgelegt und das heißt, beim nächsten Switch-In ist sein Talo putsch tot, ja.
Zudem kann ich noch auf seinem Kramok, seinem Murkrow, ein bisschen Zusatzschaden verursachen. Und ich denke, es ist Zeit für meinen Felix. Und aufgrund der Tatsache, dass er zuerst angegriffen hat, habe ich erstmal gedacht, das Teil ist gescarft. Bis er mir, mein Gegner mir dann gesagt hat, dass es die Fähigkeit Prankster hat. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Und Prankster gibt allen Attacken, allen Nicht-Angriffsattacken, ein plus 1 Priority. Eine plus 1 Priority heißt also, du kannst damit als erstes angreifen. Und dementsprechend war er jetzt hier in der Lage, mit Konfuschral früher als ich anzugreifen, obwohl ich die höhere Initiative hätte. Jedenfalls greift er damit Konfuschral an und packt die Gelegenheit beim Schopf nochmal hier ein bisschen mit Erholung seine KP aufzufüllen. Und er ist, hat nochmal den Focus Sash drauf. Den ich aber nicht in der Lage bin zu brechen. Doch, den bin ich in der Lage zu brechen. Und er ist dann sozusagen aufgebraucht bei ihm. Und er ist ein Sleep Talker, ja. Ich weiß jetzt nicht, was er noch als vierten Move hat. Ich würde sagen, irgendeine Flug- oder Unlichtattacke. Ich tendiere eher zu Flug. Oder Nachtnebel. Keine Ahnung. Irgendwie sowas um den Dreh. Doch, ich bin damit in der Lage, dank keinem Confusex, Gott sei Dank, dieses Teil zu besiegen. Daraufhin schickt er seinen Dicklet rein. Doch, das predikte ich ziemlich gut. Und ich habe noch hier Roost, also Ruheort, auf meinem Felix drauf. Hier nochmal schöne Grüße an Hopsi TV. Hopsi Nutten TV hat letztens die 1000 Abonnenten geknackt. Hat mich sehr gefreut für ihn. Mein Bro, schaut einfach mal bei ihm vorbei. Hopsi TV. Nee, YouTube-User/HopsiTV. Ja, macht auch Let's Plays. Zurzeit nicht, weil er seinen PC nicht hat, aber naja, egal, genug Cross-Promo. Und ja, er schickt hier auf jeden Fall seinen Talo als Death Order rein, weil, ja gut, keine Ahnung. Aber ich habe mir schon gedacht, dass der Tiefschlag einsetzen wird. Dementsprechend bin ich dann auf Roost gegangen. Und jetzt hat er nur ein Pokémon, und zwar sein Elekid. Und ja, Elekid ist natürlich vom Movepool her sehr, sehr, sehr differenziert, sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Und aufgrund der Tatsache, dass es schneller als mein Schwalbini ist und auch kein Prankster als Ability haben kann, bin ich mir hier ziemlich sicher gewesen, dass das Teil gescarft ist. Waldschal. Zu Deutsch, ja. Und Gott sei Dank bin ich hier jetzt auch in der Lage, erstmal einen Fake-Out zu platzieren, erstmal einen Mogelhieb und danach nochmal einen Ableit-Hieb drauf zu klatschen. Und Zurokex aka Ekrim ist ehrlich ein Monster. Also Little Cup ist, soweit ich gelesen habe, ein tolles Gebiet für kleine Zurokex. Nee, die sind. Nee, die Vorentwicklung ist anders, ne? Egal, jedenfalls war es das hier. Ich konnte seinen Elke besiegen. Und nee, nicht sein letztes. Stimmt, der hat noch einen Dickter gehabt. Und guck einfach mal selbst. Mit Erdbeben ist er in der Lage auf meinem Zurokex. Es ist kein Zurokex. Ich weiß, dass es kein Zurokex ist, aber trotzdem. 10 KP Schaden zu machen und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist und dementsprechend glaube ich, dass das Teil hier ein Choice Bandit Dickter war und ihr seht, ich hatte noch ein Nebulak, was, keine Ahnung wie hieß, Kai, kann das sein? Irgendwie sowas in den Dreh, aber meine Freunde, das war's für diese Episode. Frage der Episode heute ist, was ist euer Lieblings-Pokémon-Typ? Meiner ist ganz klar Stahl und Drache, weil diese zwei Typen einfach nur Power ausstrahlen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, Leute, vielen lieben Dank für's Zugucken. Bis bald, mach's gut, ciao. Euer